Aber boah, naja, Name ankam. Kala ankam, mani mani. Lebigba. Wie sieht es aus? Manuk maraka naja. Ki nawabam. Yak marana. Kam ino memlu. Naja naya ankam mimik meraka. Das klingt nicht gerade legal. Laboram anga. Mamni nikan. Nagnaya mamni kamgam. Rujagak. Yan kim aliam. Entschuldigung, Ziffer 9. Willkommen an der östlichen galaktischen Front. Dieses ganze Sternensystem ist ein Krisenherd. Republik und Imperium testen gegenseitig ihre Stärke aus. Und dazwischen lauern die Terroristen. Schön, mal ein hübsches Gesicht zu sehen. Ich habe mehr zu bieten als ein hübsches Gesicht. Schade, dass die Umstände so unerfreulich sind. Die Leute des Adlers benutzen den Krieg als Deckmantel für ihre lokalen Aktivitäten. Balmorra ist ihr Ausbildungslager. Hier rekrutieren, trainieren und bewaffnen die Zellenmitglieder neue Terroristen. Frische Soldaten, die dann zu anderen Punkten im Netzwerk entsandt werden. Das ist ein entscheidender Teil des Systems. Wo kann ich mich anmelden, um da mitzumachen? Das kann ich euch nicht sagen, aber ihr habt schon die richtige Idee. Ihr braucht Unterstützung vor Ort, um dort die Terrorzelle hochgehen zu lassen. Ich sage einem unserer Mitarbeiter Bescheid, dass ihr dort seid. Lecoeur Renault ist der Stationschef in Sobrik, der imperialen Siedlung, in der ihr gelandet seid. Er leitet den Geheimdienst auf Balmorra und kann euch mehr Auskünfte erteilen. Was haltet ihr von diesem Mann? Er arbeitet schon seit Jahrzehnten für uns. Ich bin ihm nie begegnet, aber ich denke schon, dass er loyal ist. Reynolds Geschäftszentrale ist als Waffenhandlung getarnt. Er erwartet euch bereits. Verliert keine Zeit, Ziffer 9, und passt auf, was ihr sagt. Wenn etwas schief läuft, habt ihr bald den halben Planeten am Hals. Ja, wen haben wir denn hier? Lasst mich euch ansehen. Hervorragend! Niemand wird jemals einen Fremdling verdächtigen. Endlich hat der Aufseher jemanden geschickt. Zu schade, dass erst eine Katastrophe geschehen musste, bis das Hauptquartier reagiert. Ihr müsst Stationschef Renault sein. Zu euren Diensten. Ich bin seit fast 20 Jahren auf Balmorra stationiert und habe nicht einen Tag davon genossen. Ha! Aber ich bin ein schlechter Gastgeber. Trinkt einen Schluck, entspannt euch von eurer Reise. Der Laden macht vielleicht nicht viel her, aber er ist sicher. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ihr klingt schon selbst wie der Aufseher. Sehr gut. Diese Terrorzelle, hinter der ihr her seid, ist schlimmer als die Republik. Selbst herangezüchtet. Sie zeigen ihren Abscheu gegenüber der imperialen Herrschaft mit Bombenanschlägen und Sabotageaktionen. Strafaktionen gegenüber Zivilisten scheinen sie nicht abzuschrecken. Aber wenn wir den örtlichen Anführer erledigen könnten, sollte die Zelle zerfallen. Ihr habt diesen Plan, aber ihr habt ihn nicht in die Tat umgesetzt. Ja, nun, wir wissen nicht wirklich, wer der Anführer ist. Die Terroristen nennen den Mann Grauer Stern. Er leitet die Zelle, gibt Befehle und kennt alle Geheimnisse. Angeblich hat der Graue Stern mit dem Adler zusammengearbeitet, aber wer weiß das schon? Nur die hochrangigen Mitglieder der Zelle kennen die Identität des Grauen Sterns. Wir können ein Zellenmitglied gefangen nehmen und die Folterdroiden auspacken. Das sollte uns die gewünschten Informationen verschaffen. Das klingt schmutzig. Sehr schmutzig und würde vermutlich unsere Beute alarmieren. Ich schlage eine andere Strategie vor. Ich habe bereits einen Maulwurf in der Terrorzelle. Er ist ein guter Kerl, allerdings keine Ziffer. Er kann euch reinbringen. Ihr hättet die Möglichkeit, die Terroristen zu beeindrucken, ihr Vertrauen zu gewinnen. Ihr Vertrauen gewinnen und dann niederschießen. Verstanden. Denkt aber daran, den Grauen Stern zu finden, bevor er mit dem Schießen beginnt, ja? Sanyu Pine, mein Agent, kann euch den Terroristenanwerbern bei der Troida Militärfabrik außerhalb der Sicherheitszone vorstellen. Aber achtet darauf, wie ihr euch gebt. Wenn die Terroristen euch verdächtigen, zum Imperium zu gehören, verliert ihr den Grauen Stern und euer Leben. Verschwendet nicht eure Zeit, Sanyu. Ihr habt Glück, dass ihr überhaupt hier seid. Ich habe euch diese Störgeräte besorgt, oder etwa nicht? Ihr schuldet mir was. Vielleicht nicht viel, aber ihr schuldet mir was. Wann habt ihr zum letzten Mal für uns eine Operation durchgeführt? Was?
Kommt schon, das hatten wir doch schon. Der graue Stern hat nicht nach Feiglingen gefragt. Und der Adler auch nicht. Glaubt ihr? Hey, sieh an, wer es endlich geschafft hat. Es ist schön, euch leibhaftig zu treffen. Das sind die Leute, von denen ich euch erzählt habe. Ich denke, ihr werdet gut mit ihnen auskommen. Hoffentlich besser als ich. Ich habe mich schon gefreut, eure Freunde kennenzulernen. Chemisch, das ist der Kerl, der nach der Übertragung vom Adler mit mir in Verbindung getreten ist. Er will bei uns mitmachen. Aha. Sanyo sagt, ihr habt auf Dragonvale gegen die Imperialen gekämpft. Das Imperium soll einen Preis auf euren Kopf ausgesetzt haben. Ich wusste nicht, dass ihr auf Dragonvale wart. Wir sollten uns unterhalten. Ist das alles wahr? Seid ihr tatsächlich so gut im Töten und wollt das Imperium von Balmorra vertreiben? Ich bin der schlimmste Albtraum des Imperiums. Okay. Nehmen wir mal an, das stimmt. Ich heiße Chemisch. Diese Leute hier. Sie folgen dem grauen Stern, unserem Gründer. Das Imperium spuckt auf sie, lässt sie verhungern und bestraft sie. Nun zu euch. Ihr seid nicht von Balmorra. Ihr habt nicht mitgemacht, was sie durchmachen mussten. Was mich zu der Frage führt, inwieweit ich euch trauen kann. Wer hat euch hier zu Richter und Geschworenen in einer Person gemacht? Seht ihr diese Kybernetik? Die habe ich mir verdient, als imperiale Soldaten mich den Folterdruiden vorgeworfen haben, weil ich bedrohlich aussah. Da war ich 18. Verdammt! Chemisch, ich wusste nicht... Sicher, Sanyo. Also, ja, ich habe mir hier Respekt verdient. Ich genieße das Vertrauen vom Grauen Stern. Ihr habt noch viel vor euch. Es ist so, ich habe kein Problem, Leute für Sabotage und Selbstmordaktionen zu finden. Aber echte Soldaten? Sie sind schwer zu finden. Also, nehmt einen Job an und erweist euch als nützlich. Dann reden wir weiter. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Was ist das für ein Job? Es gibt eine verlassene Fabrik nicht weit von hier. Dort wurden Droiden gebaut. Aber die Verteidigungssysteme drehen durch, seit das Imperium die Kontrolle übernommen hat. Es wimmelt nur so von außer Kontrolle geratenen Sicherheitseinheiten. Außerdem gibt's dort teure Ausrüstung. Geht rein. Es gibt dort etwas, das ich will. Sagt, was es ist. Und es gehört euch. Die Okara-Droidenfabrik hat abgeschirmte Energiekerne für Tarndroiden hergestellt. Ich will eine Kiste davon für meine Leute. Meine Leute können die Kerne in Bomben umbauen und diese an feindlichen Basen platzieren. Dank der Tarntechnologie wird sie keiner bemerken. Bis es zu spät ist. Klingt gemein, aber manchmal ist gemein genau das Richtige. Stellen wir eins klar. Das ist ein Test. Solltet ihr scheitern, braucht ihr nicht zurückzukehren. Wir werden euch einfach töten. Viel Glück und seid vorsichtig. Die Fabrik ist ein ungemütlicher Ort. Dank sei den Sternen, dass ich euch erreicht habe. Tut mir leid, dass vorhin, als Chemisch dabei war, konnte ich nichts sagen. Stationschef Renault hat mir gesagt, dass ihr vom imperialen Geheimdienst seid. Also habe ich alles so schnell vorbereitet, wie ich konnte. Wie auch immer, ich bin Sanyo Pine, aber das wisst ihr wohl schon. Schwatzt ihr immer so viel? Manchmal. Mehr als mir lieb ist. Chemisch hat euren Hintergrund überprüft. Der Geheimdienst hat ganze Arbeit geleistet, da gibt's kein Problem. Ich gebe mein Bestes, um etwas über den Anführer der Zelle herauszufinden, den Grauen Stern. Vielleicht erfahrt ihr mehr, wenn Chemisch euch vertraut. Habt ihr irgendwelche nützlichen Informationen für mich? Tut mir leid. Ich wollte nur das Wesentliche sagen. Eines noch. Diese Energiekerne, hinter denen ihr her seid. Ihr wisst, was Chemisch damit vorhat, ja? Sie wird Zobrik angreifen. Sie wird einige der neuen Rekruten die Bomben platzieren lassen, um die Stadt und die imperiale Basis zu treffen. Kommt der Mission nicht in die Quere, Sanyo. Ich weiß. Hört mich nur zu Ende an. Ich kenne einen Weg, um die Energiekerne zu deaktivieren, ohne dass Chemisch euch verdächtigt. In der Fabrik gibt es eine Maschine, die das kann. Wenn ihr die versiegelte Kiste durch die Maschine laufen lasst, werden die Kerne geröstet. Chemisch wird sehen, dass ihr sie nicht geöffnet habt und wird annehmen, dass sie mit der Zeit verfallen sind. Wenn ihr euch irrt, wird die gesamte Mission ein Fehlschlag. Das ist keine Option. Hört zu, es tut mir leid. Das stand mir nicht zu und es wird nicht wieder passieren. Die Mission ist zu wichtig, als dass Chemisch Verdacht schöpfen dürfte. Ich sehe euch dann, wenn ihr zurück in Droida seid, okay? Sanyo Ende. Ist er nicht niedlich? Und irgendwie dumm, was?
Wenn er Geld hätte, wäre er perfekt. Konzentriert euch auf die Mission. Wir sind nicht zum Tratschen hier. Natürlich, Agent. Wie dem auch sei, lasst uns diese Maschine finden. Oder auch nicht. Schon zurück? Euer Freund ist schnell, Sanyo. Ich sagte ja, er ist gut. Ihr sagt viel. Aber ich verlangte nach den Tarndroiden Energiekernen. Wenn ihr sie nicht habt, verschwendet ihr meine Zeit. Gleich hier, Chemisch. Die ganze Kiste. Alles für euch. Ah, anscheinend habt ihr es wirklich bis zur Fabrik geschafft. Es dauert ein bisschen, diese Kiste zu öffnen. Sanyo, holt Pyther und einen Droiden. Ich denke, wir haben es. Öffnet die Kiste. Sehen wir nach, ob unser Neuzugang alles richtig gemacht hat. Offensichtlich ist alles hier. Die Energiekerne zeigen volle Funktionalität an. Ah, das ist schön. Sehr schön. Bedeutet das, ich gehöre jetzt zu euch? Noch nicht. Aber es bedeutet, dass wir Sobrek angreifen können. Und das bringt euch diesem Ziel näher. Wisst ihr, ich erwartete nicht viel. Ich wusste nicht, ob es euch ernst ist. Ob ihr die Fähigkeiten besitzt. Ich weiß immer noch nicht, wie weit ich euch trauen kann. Aber ihr habt Talent. Ich schwöre, ich werde euch meinen Glauben an die Sache beweisen. Ich will keine Versprechen. Aber ich bin bereit zu sehen, wohin das führt. Während meine Leute die Energiekerne vorbereiten und sie rund um Sobrek platzieren, werdet ihr etwas anderes tun. Habt ihr die Höhlen in diesem Tal gesehen? Dunkel, eng und dreckig. Aber sie eignen sich gut als Versteck. Die Scanner kommen einfach nicht durch. Ich nehme an, ihr erzählt mir das aus einem bestimmten Grund. Der Graue Stern richtete vor einiger Zeit einen Ausbildungsaußenposten in den Höhlen ein. Dann begann das Imperium, Gasbomben auf die Republik zu werfen. Der Außenposten war vergiftet. Toxin gelangte in den Boden und verwandelte ganz normale Kinder in sabbernde Psychos. Die Höhlen wurden von unseren eigenen Leuten überrannt. Ihr sagtet, es war ein Ausbildungsaußenposten. Was für eine Ausbildung? Dort haben wir wütenden Rekruten beigebracht, wie man einen Blaster oder einen Stimpack einsetzt. Nichts Besonderes. Wir wollen unsere Verluste einschränken. Aber auf den Außenpostencomputern sind noch Daten. Ich will, dass sie nach außen übertragen und die Systeme zerstört werden. Sanyo, geh an eine höher gelegene Stelle außerhalb der Stadt. Du kannst das Signal mit einer Verstärkerbox empfangen. Alles klar? Es wird nicht einfach, die Daten zu bekommen. Aber ihr habt die Fabrik gemeistert, also könnt ihr auch den Außenposten überleben. Ich weiß, was ich tue. Ich werde die Höhlen überstehen. Geht jetzt. Ich habe ein paar Energiekerne zu verteilen und einen Angriff zu planen. Ich empfange euer Signal. Gebt mir eine Minute, um die Frequenz zu justieren, dann übertrage ich die Daten. Ich habe eben mit Stationschef Renault gesprochen. Er sagt, einige Sprengsätze sind in Sobrek explodiert, vermutlich eure Energiekerne. Es hat eine Kaserne und ein Vorratslager erwischt und einige der Startrampen wurden beschädigt. Ein paar Dutzend Verluste. Ich dachte nur, ihr solltet das wissen. Hört auf zu jammern und konzentriert euch auf eure Aufgabe. Ja, wo wir gerade davon reden, wisst ihr, ich denke, einige der Daten kommen vom Grauen Stern persönlich. Befehle, Informationen, all solche Sachen. Mist, hier ist eine Liste mit Kollaborateuren. Balmoraner, die seit der Besatzung mit dem Imperium zusammengearbeitet haben. Chemisch hasst Kollaborateure. Was meint ihr, was sie mit der Liste vorhat? Chemisch will die Liste vermutlich veröffentlichen. Wenn die Kollaborateure bloßgestellt werden, werden einige Balmoraner sie tot sehen wollen. Unter den Namen sind auch Amtspersonen, Fabrikbesitzer, die ganze Bandbreite. Wenn die umgebracht werden, wird der Gouverneur alle bestrafen. Wenn wir Chemisch die Daten nicht geben, kann sie keinen Ärger machen. Problem gelöst. Nicht gut. Sie weiß schon, dass die Liste hier ist. Aber ich habe eine Idee. Hör zu. Ich kann die Liste an die imperialen Behörden schicken. Sie können die Kollaborateure beschützen, sollte Chemisch die Namen veröffentlichen. Ihr habt eure Loyalität mit den Bomben in Sobrek schon unter Beweis gestellt. Wir können hier ein kleines Risiko eingehen. Wir müssen unsere Tarnung um jeden Preis aufrechterhalten.
selbst wenn Leute dadurch sterben. Ich hatte befürchtet, dass ihr das sagen würdet. Ich werde nichts tun, wie ihr befehlt. Ich muss mich abmelden und zurück nach Troida. Ihr solltet das Gleiche tun. Sanyo Ende. Wie konntet ihr nur seine Gefühle verletzen? Er respektiert euch so sehr und ihr wart gemein zu ihm. Er wollte nur ein paar Leben retten. Ich habe irgendwie Mitleid mit dem armen Kerl. Vielleicht muss ich ihn doch noch trösten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr euch mit Agenten einlasst. Kommt schon, ich tue ihm auch nicht weh. Das wäre viel zu leicht. Vielleicht habt ihr recht. Und wenn er untergeht, soll er mich besser nicht mit runterziehen. So, so, ihr seid wieder da. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Alle Daten sind unbeschädigt. Hat Sanyo euch erzählt, dass auf den Computern eine Liste imperialer Kollaborateure war? Ihr habt uns geholfen, die Verräter aufzudecken. Das ist die schlimmste Art von Abschaum. Ich hoffe, sie erhalten die gerechte Strafe. Das werden sie. So viel kann ich versprechen. Wisst ihr, ihr habt mich wirklich beeindruckt. Wir brauchen Hunderte wie euch. Aber stattdessen haben wir... Tja, wir haben Sanyo. Der hübsche Sanyo, der immer schon etwas zart besaitet war. Kurz gesagt, er sollte gar nicht hier sein. Was? Was habe ich euch getan? Nichts. Es geht darum, was ihr mir angetan habt. Tut mir leid. Ich hätte mich schon früher um ihn gekümmert. Aber ich dachte, ihr solltet dabei sein. Ich habe dem Mann nie vertraut. Ich habe ihn erwischt, wie er die Liste der Kollaborateure kopierte. Es war abzusehen. Zurück zum Geschäft. Ich brauche euch für einen Spezialauftrag, einen sehr wichtigen. Kennt ihr unseren Anführer, den Grauen Stern? Normale Rekruten treffen ihn nie. Und dafür gibt es einen Grund. Der Graue Stern operiert aus dem Inneren der republikanischen Militärbasis heraus. Dieses Geheimnis wurde vom Imperium niemals entdeckt. Das Imperium findet doch keinen Schlachtkreuzer in einer Sternenflotte. Sie sind nicht blöd. Wir sind da, um Vorkehrungen zu treffen. Die Republik kennt die Wahrheit auch nicht. Wenn sie erkennen, dass einer ihrer Soldaten uns anführt, sperren sie den Grauen Stern ein. Aber sie werden misstrauisch. Ihr müsst den Grauen Stern aus der republikanischen Basis bei der Balmoranischen Waffenfabrik evakuieren. Er schließt sich uns an. Wenn der Graue Stern frei ist, was tue ich als nächstes? Wenn der Auftrag erledigt ist, taucht eine Weile unter. Ich will euch nicht überstrapazieren. Der Graue Stern und ich richten einen neuen Unterschlupf ein und kontaktieren euch, wenn wir eine Aufgabe haben. Alles klar? Ich breche sofort auf. Es wird ein langer Weg zur republikanischen Basis. Viel Glück. Und danke für alles, was ihr getan habt. Jetzt aber nichts wie hoch. Flara Garo, ich habe euch gesehen, sie wachsen in der Tro, wo mir finaldre. Egal, was blot, als Vista Bokarpina, nur immer Stroh, der Bergkürbukurni. Es wird Zeit für euch zu sterben, jämmerlicher Irrer. Trötörel Malumnungeo, ich opumagog nicht, ich mach Kurko vor Valio, mir spart nicht zu nur. Dann mal los. Ich will gut aussehen. Ich erwarte so schnell wie möglich einen ausführlichen Bericht, Stationschef. Natürlich, natürlich, sobald sich die Dinge beruhigt haben. Ha, wen haben wir denn hier? Nur wenn das nicht Ziffer höchstpersönlich ist, die triumphierend an unsere Tür klopfte.
Ich habe dem Aufseher gerade von euch berichtet. Ich bin immer froh, für Gesprächsstoff zu sorgen. In der Tat. Wir haben ungewöhnliche Nachrichten von den Streitkräften der Republik abgefangen, die darauf anspielen, dass einer ihrer Leute ermordet wurde. Nun, bevor Sanyu Pine starb, schickte er uns einige faszinierende Daten. Wir kombinierten die Puzzleteile und uns wurde klar, dass ihr den grauen Stern getötet habt. Es war kein leichter Auftrag, aber es war notwendig. Ohne den grauen Stern werden die überlebenden Terroristen einige Wochen Amok laufen, aber wir werden sie schon bald zusammengetrieben haben. Die Balmoranische Zelle ist keine Bedrohung mehr. Die anderen Zellen im Netzwerk des Adlers werden von dieser Welt keine Rekruten und Vorräte mehr erhalten. Kaum zu glauben, dass diese Leute jemals eine Bedrohung dargestellt haben. Diese Leute haben dabei geholfen, ein imperiales Schlachtschiff zu zerstören und Darth Yadus zu meucheln. Sie waren eine tödliche Bedrohung. Stationschef Reynald wird ab hier alles übernehmen. Er wird aufräumen und etwaige Entdeckungen an das Hauptquartier weiterleiten. Wenn ihr zu eurem Schiff zurückkehrt, meldet euch bei Wächter 2. Sie wird euch über alle neuen Entwicklungen informieren und Credits auf eure Diskretionskonten überweisen. Ich werde mich in Kürze auf den Weg machen. Das war wieder einmal gute Arbeit, Ziffer 9. Aufseher, Ende. Der Mann verbirgt es gut, aber die Anstrengungen zehren an ihm. Wahrscheinlich befürchtet er, dass der Rat der Sith ihm bei lebendigem Leib die Haut abzieht. Ich glaube nicht, dass ich verstehe, wovon ihr redet. Versteht mich nicht falsch, ich gebe ihm keine Schuld an dem, was geschehen ist, aber Darth Yadus wurde während seines Dienstes ermordet. Ah, aber jetzt ist nicht die Zeit, über Politik zu diskutieren. Ihr habt euch eine kleine Feier verdient und ich habe noch andere Aufgaben. Ich bin froh, dieses Schlammloch endlich verlassen zu können. Gebt mir 20 Jahre! 20 Jahre und wir haben aus diesem Planeten eine echte imperiale Welt gemacht. Nicht schlecht, Agent. Gar nicht schlecht. Ihr und ich, wir bewegen etwas. Ihr wolltet mit mir reden? Was? Ja, tut mir leid. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ich war abgelenkt, habe über Zuhause nachgedacht. Ihr vermisst eure Familie und ein bequemes Bett? Ich sagte, ich habe daran gedacht, nicht, dass ich es vermisse. Das Leben auf Ratatak war armselig. Die Leute sind primitiv, leben in Höhlen und stehen auf blutige Stammesfäden. Ich wurde mit 12 fast zu Tode gesteinigt. Da ist mir klar geworden, dass ich da raus musste. Erwartet ihr etwa eine Umarmung? Hey, schon gut. Wenn ihr es nicht hören wollt, dann erzähle ich es euch nicht. Ich weiß schon, warum ich nie über mich rede. Ihr kranken Leute werft es mir hinterher ja doch nur vor. Das höre ich mir nicht länger an. So? Tja, es war wirklich schön, Agent. Sichere Funkverbindung hergestellt. Hier ist Wächter 2. Ich bin froh, dass ihr euch meldet, Ziffer. Der Funkverkehr zwischen den überlebenden Zellen hat zugenommen. Und es scheint, dass der Adler einen weiteren Angriff plant. Wir werden mit allem fertig, was er sich ausdenkt. Hoffentlich habt ihr recht. Der Adler hat nur eine Zelle gebraucht, um die Dominator hochzujagen und Darth Yadus auszuschalten. Bei seinem nächsten Angriff will er das gesamte Terrornetzwerk einsetzen. Aber die Nachrichten, die wir abfangen konnten, sind leider viel zu vage. Nur versteckte Hinweise auf Geräte, die sie Vernichter nennen. Habt ihr eine Ahnung, um was es sich bei so einem Vernichter handelt? Um eine Art Waffe. Aber ob es ein Laser, ein Virus oder sonst etwas ist, wissen wir nicht. Viel mehr können wir im Moment nicht machen. Ihr müsst euch darauf konzentrieren, das Terrornetzwerk zu vernichten. Wenn ihr die größeren Zellen eliminiert, können wir weitere terroristische Schaltzentralen identifizieren. Gelingt euch das oft genug, bricht das Netzwerk auseinander. Sobald das vorüber ist, sollten wir zusammen was trinken gehen. Die Möglichkeit wird sich bestimmt ergeben. Ich werde alles tun, was von hier aus möglich ist. Es ist 4 Tage her, seit ich die Zitadelle verlassen habe. Aber ich habe es nicht eilig. Wir bleiben in Kontakt. Wächter 2, Ende.